Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lüdi und Zule. Wir haben ein paar Airdrops zu basteln. Beziehungsweise so ein Airdrop-Beutel. Den ich hier nicht sehe. Diesmal ist der denn wohl bei Equip oder wie sehe ich das? Letztes Mal waren das ja so Usable Items. Oder ist noch ganz woanders? Gut, hier ganz unten. Ist also einfach ein Key-Item. Wir müssen es einmal bauen und dann ist gut. Brauchen keine besonderen Eigenschaften. Nehmen den letzten Airdrop, den wir von Firis bekommen haben. Wahrscheinlich kann Firis auch gar keine mehr nachbauen. Ich weiß nicht, ob die in letzter Zeit noch was Sinnvolles gecraftet hat. Sie erfreut sich momentan mehr so an ihrem Dasein. Hatte ich jetzt eigentlich Quality sortiert? Ja, genau. Das ist Smoke Fungus und Crackling Water. Was hat das denn gemeinsam? Achso, Moment, da kann ich das nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich die Eigenschaft jetzt von diesen Materialien irgendwo sehen kann. Ach, Gas, da oben steht's ja. Links oben, über den vier Materialien steht, dass wir jetzt irgendwas mit Gas brauchen. Und das ist natürlich klar, der Rauchpilz und der Crackling und das Crackling Water beinhalten beide Gas. So, passt doch alles. Das finde ich übrigens sehr gut, dass man dann jetzt hier nicht ständig wieder Airdrops nachnehmen muss, sondern das war im letzten Spiel schön, dass man es dann mal machen musste, aber auf die Dauer wird es dann auch lästig, sich immer welche nachzubauen. Oh, genau, 16 Erfahrungspunkte, wie praktisch. Jetzt weiß ich noch, mit Level 30 konnten wir irgendwas bauen. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, was das war. Ich habe für irgendwas noch gewartet, bis wir Level 30 sind. Das wird irgendwie wahrscheinlich eine bessere Bombe oder so gewesen sein. Oh, und wir können sowieso jetzt automatisch schon zwei Trades übertragen. Wow, Airdrops. Und alle so schön rund. Das sollte mehr als nur ausreichen. Jetzt können wir unseren Urlaub endlich genießen. Ich vermute, ich muss es ausrüsten. Schauen wir mal. Nee. Einfach nur so. Wir haben es jetzt einmal und dann ist gut. Achso, hier, ich meine, ich könnte noch mal gucken, ob ich es hier ausrüsten kann. Nö. So ist die Frage, ob wir noch was basteln, aber jetzt sehe ich gerade die Antwort darauf. Wir haben wieder ein paar Nebenevents und die haben ja dann immer Vorrang. Wo müssen wir hier hin? Ach, wir haben auch noch so viele Quests. Das müssen wir... Nee, komm. Ah, aber die Nebenevents, eieiei, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wir müssen unbedingt die Hagel-Quest machen und ich weiß gar nicht mehr, was Alt von uns wollte. Nicht, dass sie sauer auf uns sind, wenn die so lange auf ihren Kram warten müssen. Obwohl Ingame vergeht ja nicht so viel Zeit. In letzter Zeit. Das Waffenschmieden hat viel Zeit gekostet. Erschreck mich doch nicht so. Blitz様だよね。また人形作りしてるのかな。
Hey, das klingt doch nach Fritz. Ob er wieder eine neue Puppe macht? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir mal das überprüfen. Als Privatdetektive. Puh, hallo ihr beiden. Um was geht's? Wir haben dich schon draußen gehört und haben uns gefragt, was du wohl so machst. Scheint so, als hätte dieses Haus dünne Wände. Naja, ich vermute, für 3000 Kohl Miete kann man auch nicht mehr erwarten. Die Miete für unser Atelier ist 500 Kohl. Ja, und wenn es dann regnet, naja, lassen wir das. Aber sag mal, Fritz, was hast du denn gemacht? Es sieht ja nicht so aus, als ob du eine neue Puppe gemacht hast. Nein, ich habe mit dem Schwert geübt. Ich bin in letzter Zeit ein wenig eingerostet. Ach so, kann es sein, dass wir Fritz nochmal als Begleiter dann mitkriegen? Der war ja bei Sophie mal als Begleiter dabei, bei Firis dann nicht mehr. Mit einem Schwert? Ich dachte, du wärst Puppenbauer. Ja, das überrascht die Leute häufig. Aber bevor ich Puppenspieler war, war ich ein Söldner. Von Zeit zu Zeit habe ich mir etwas dazu verdient, um Monster zu bekämpfen. Und so halte ich mich auch in Form. Aber ein Söldner und ein Puppenspieler, das sind doch so unterschiedliche Berufe. Wie konnte das passieren? Ja, es hat damals alles angefangen, als ich mir eine Puppenshow von meiner Frau angesehen habe. Sie hat komplett mein Herz damit gestohlen. Ach, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das mit Fritz' Geschichte war. Ob seine Frau jetzt auch Puppenfan war oder ob die das gar nicht mochte, ob es irgendwie Streit gab. Das ist zu lange her mit Atelier Sophie. Da wird das ja mal erklärt. Aber irgendwie muss er sich ja von seiner Frau mal getrennt haben. Na, jedenfalls habe ich dann aufgehört, als Söldner zu arbeiten, weil ich dann genau wie meine Frau auch Puppenspieler werden wollte. Okay, also hat er seine Leidenschaft von seiner Frau geerbt. Das heißt geerbt. Ich habe dann gemeinsam mit ihr geübt und so viel dabei gelernt. Und bevor ich mich versah, haben wir dann geheiratet. Ach so, die waren noch gar nicht verheiratet. Ah, das ist natürlich klar. Also eine Puppenspielerin, irgendwo kennengelernt, auch begeisterter Puppenspieler geworden und dann geheiratet. Die große Liebe, in einem Theater geboren. Ach, wie wunderbar. Ich hoffe, mir geht es einmal ähnlich. Steki. Ja, wunderbar, sagst du. Ja, wenn die Geschichte jetzt hier enden würde, dann schon. Warte mal, das klingt jetzt gar nicht gut. Die
Ja, letztendlich hat sie uns dann verlassen, weil sie es nicht ertragen konnte, mit welcher Intensität meine Tochter Drossel und ich uns mit Puppen beschäftigt haben. Ah so, dann hatte ich das nämlich doch noch irgendwie richtig im Hinterkopf. Ich meine nämlich, bei Atelier Sophie wurde mal was erwähnt, dass seine Frau ein Problem mit dem Puppenspiel hatte. Und Fritz hat gerade ein Problem mit seiner Kleidung, mit seinem Kragen. Ich habe auch keine Ahnung, wo meine Frau ist. Das ist ja einer der Gründe für unsere Reisen, dass wir sie finden. Verstehe. Ja, ich hoffe immer noch, dass ich sie irgendwann mal wieder treffe und mit ihr Frieden schließen kann. Aber wir wissen nicht einmal, wo sie jetzt lebt. Ich hoffe einfach nur, dass sie immer noch lebt und dass es ihr gut geht. Ja, alle auf der Suche. Conny ja auch auf der Suche nach der Heimat. In Maria, selbst in Maria ist ja auf einer Suche nach sich selbst. Alt auf der Suche nach Weltherrschaft, möglicherweise. Matthias auf der Suche nach Anerkennung. Pamela sucht immer nach allem, weil sie ja alles wieder verlegt. Hey Sue, wir haben Post. Haha, ist angekommen. Ja, mach mal auf, Lydie. Bist du da sicher? Hey, das ist ja alles voller Geld. Ach, ich wusste gar nicht, dass es Kohl hier auch in Form von Scheinen gibt. Ich dachte, die haben ja Münzen. Okay, aber vielleicht sind ja einfach eine Handvoll wertvoller Münzen da drin. 800 Kohl. Wofür bekommt Sue 800 Kohl? Ja, so ist es richtig. Das nennt man dann wohl gerechten Ausgleich. Wie meinst du das? Wo kommt denn das Geld her? So, du hast mich ausgetrickst. Dann ist das bestimmt von dem... War das Breezy Aroma, was wir für Lucia hergestellt hatten? Wo wir nur ganz wenig Geld für bekommen hatten? Ach genau, da war doch was, wo Lucia dachte, sie hätte dann, wäre irgendwie verflucht worden oder sowas, ne? Ausgetrickst? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe einfach nur unsere Belohnung eingesammelt. Was geht denn hier gerade vor sich? Kann mich mal bitte jemand aufklären? Ja, dieses Geld ist die Belohnung für den Gegenstand, wo Lucia uns ausgetrickst hat, dass wir den herstellen sollen. So, du kleine Ratte, du hast dem Gegenstand eine Notiz beigelegt, oder? Und auf dem Zettel stand, dieser Gegenstand wurde von Lydie und Sue gefertigt. Bitte bezahlt sie dafür. Ach, deshalb warst du so ruhig. Du hättest mir ruhig davon erzählen können, Sue. Oder
trickst deine Verbündeten aus, um deine Feinde auszutricksen. Es ist Lucias, oder Lucia ist ja selber schuld, dass sie darauf reingefallen ist. Na, ich wurde ausgeschimpft vom Kunden und ich habe auch keine Bezahlung bekommen. Ich kann das gar nicht glauben. Und ich musste jetzt schon die, die Deadline verschieben. Was wird jetzt aus dem Ruf meines Ateliers? Ja, bei Lucia weiß man ja immer nicht so, ob ihre Sorge jetzt wirklich gespielt ist oder ob sie es ernst meint. Ne? Ist ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Tja, das hast du dir jetzt selbst eingebrockt, große Schwester. Ja, das stimmt, Lucia. Ich bin auch sauer. Ich hoffe, es tut dir leid. Na gut, es ist meine Schuld. Und ich fühle mich auch schuldig. Bitte. Also, erinnert euch dran. Hey, hat sie sich jetzt gerade entschuldigt und ist dann direkt wieder sauer geworden? Naja, das ist wohl Lucia, denke ich. Aber meinst du, sie ist okay? Sie hat doch von irgendeiner Deadline gesprochen und ihrem Ruf. Ach, ich bin mir sicher, sie wird sich da schon was ausdenken. Sie ist ja schließlich kein Kind mehr. Ja, gutes Argument. Also geben wir doch mal unsere Belohnung aus für ein leckeres Abendessen. Wirklich großartig. Ja, wenn man das Essen durch einen erfolgreichen Plan finanzieren kann, dann schmeckt es gleich doppelt so gut. Oh, es geht noch weiter. Wahrscheinlich immer noch die Lucia-Geschichte. Obwohl, nee, vielleicht auch die Fritz-Geschichte. Ich denke, die Fritz-Geschichte geht hier weiter. Werden wir jetzt wahrscheinlich nochmal auf Drossel treffen, oder? Nee, doch Lucia. Ich frage mich, ob es hier etwas Nettes zu kaufen gibt. Etwas, was meiner Schönheit angemessen ist. Okay, also Fritz und Lucia. Hallo, meine Dame. Meinst du mich? Ja, meine ich in der Tat. Von nahem siehst du noch schöner aus. Ich möchte dich etwas fragen. Bitte, möchtest du mein Modell werden? Ein Modell? Oh, ja, du hast wirklich ein gutes Auge, netter Herr. Natürlich, es macht mir nichts aus. Allerdings möchte ich bezweifeln, dass du meine Schönheit in einem Gemälde verewigen kannst.
Was, ein Gemälde? Nein, darum geht es doch gar nicht. Ich möchte dich als Modell verwenden für eine meiner Puppen. Ja, eine Puppe für das Puppentheater. Und ich habe auch schon die perfekte Rolle für dich. Na gut, das klingt auch sehr gut. Mach mich einfach nur so schön wie möglich. Ja, das kannst du ruhig mir überlassen. Es ist ein guter Test für meine Fähigkeiten. Die wunderschöne und dennoch böse Prinzessin, die versucht, den Helden auszutricksen und sich am Schluss in einen Puni verwandelt. Die Rolle des Bösewicht ist dir einfach auf den Leib geschneidert. Das perfekte Gesicht dafür. Ein Wunder, so ein Modell zu finden. Was? Ein Bösewicht? Ich stelle dir nicht dafür zur Verfügung. Entschuldige mich, danke schön. Ja, das ist auch tatsächlich ganz klug. Da hätten auch die Leute in der Stadt wohl kein Verständnis dafür. Wenn die nämlich Lucia dann als, also eine Lucia-Puppe sehen würden, die in einem Theaterstück die Böse ist, dann würden sie darauf rückschließen, dass auch Lucia böse ist. Das klingt völlig unlogisch, ist aber aus Erfahrung so. Also man erlebt es ja oft, oder man hört oft davon, dass Schauspieler, die eine böse Rolle spielen, dann irgendwelche Drohbriefe und Hassbriefe bekommen für das, was sie innerhalb der Filmrolle denn Böses gemacht haben. Und dann denken die Leute, dass die Figur in dem Film dafür verantwortlich ist. Also beziehungsweise, nein, dass der Schauspieler dafür verantwortlich ist und nicht die Figur in dem Film. Ja. Das, da kann man einfach nur bei so einem Theaterstück, wo man jetzt hier in der Stadt lebt, davon abraten, selbst ein Modell zu stehen für das Böse. Das würde ihrem Atelier nicht gut tun. Auch wenn ich sagen muss, wahrscheinlich wäre es ein gutes Modell. Hey, bleib stehen, du entkommst mir nicht. Du bist das ultimative Böse. Ich darf dich nicht entkommen lassen. Wo wir gerade mal hier sind. Aber wir haben kein Geld, ne? Also wenig, 5000 oder sowas. Ja, 4300 nur. Stahleisbombe. Achso, ist noch gar nichts Neues dazugekommen. Welches Datum haben wir heute überhaupt? 17. Okay, ich weiß nicht, am 14. oder 15. haben wir das, glaube ich, alles erst abgegeben. Genau, da müssen wir noch hin zum Schloss. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir Sachen für Hagel herstellen können. Ich will die Leute nicht so lange warten lassen. Was haben wir denn da überhaupt abzugeben? Eieiei, guckt euch das an. Das ist ja grausam. Da macht man einmal Urlaub und dann auf seinem Schreibtisch der ganze Kram hier. Ach, Golden Thread braucht er. Haben wir überhaupt noch Golden Thread? Ich befürchte, nein. Einmal für alt. Strength Meat, okay. Ach, dreimal Strength Meat. Dann können wir das mal machen. Für Golden Thread müssen wir nochmal in den in den Wald. Gruselwald, genau.
Und jagen mit Vieres. Na gut, dann bleiben wir noch mal ein bisschen in der Stadt. Und machen hier noch mal Strength Meat. Kann ich ja vielleicht auch Früchtetee einsetzen. Damit ich nicht so viel davon herstellen muss. Kram haben wir jedenfalls genug. Alles dieselben sind. Mir fällt gerade auf, was muss ich tun, damit ich hier Quantity plus 1 habe, links oben in der Ecke. So, ich mache das nochmal, damit wir nicht den guten Kram da verschwenden. Also haben wir noch ein Strength Meat in Reserve. Hey Sue, ich wollte dich mal was fragen. In diesem Rezept steht, die Materialien genau in dieser Reihenfolge einzusetzen. Was meinst du, warum ist das so? Das fragst du nicht ernsthaft Sue, oder? Sue macht das doch einfach nach Gefühl. Warum? Das liegt bestimmt daran, weil die Materialien miteinander kämpfen. Ja, schau. Wenn du dieses hier zum Beispiel zuerst reinlegen würdest, dann wäre das total stinkig und würde sich total aufregen darüber. Und aus diesem Grund muss man halt das hier zuerst reinlegen. Ah, ich verstehe. Die Eigenschaften haben einen Konflikt miteinander und deshalb muss man nach dem Rezept vorgehen. Genau, so ist das. Konflikt der Eigenschaften. Interessant. Du kennst zwar die Begrifflichkeiten nicht, aber du verstehst den Prozess als solches. Jetzt warte mal, du willst aber nicht behaupten, dass ich hier irgendwie im Nachteil wäre, oder? Nein, überhaupt nicht. Du hast mir gerade etwas wirklich Schwieriges erklärt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich darf nicht hinter dir zurückfallen, Sue. Ja, ich werde schon mal gar nicht hinter dich zurückfallen. Naja, dann kannst du ja schon mal damit anfangen, die richtige Sprache zu lernen. Ach nee, lass mal. Ja, wir haben halt beide unterschiedliche Herangehensweisen. Haben wir da noch? Wir haben jetzt zwar schon drei übrig, aber das eine hat ja noch relativ gute Eigenschaften. Und das will ich jetzt nicht einfach so weggeben. Materialien.
Na, ist egal, jetzt mit dem Recovery Up Plus. Oder nein, eigentlich ist es mir nicht egal. Davon haben wir auch noch jede Menge. Ist aber gar nicht schlecht. 4 grüne, 3 grüne. Oder diesen Washer, der ist schlecht. Der kommt weg. Oh, ist schon spät. Ich hoffe, Alt ist noch wach. Ach so, genau. Vielleicht schläft Alt auch nie. Er ist ja schon nicht in der Form, wie wir es kennen. Vielleicht muss er ja auch nicht schlafen. Ihr kümmert euch viel zu sehr um mich. Ich habe euch doch gesagt, es geht mir gut. So Alt, wir haben wirklich leckeres Essen für dich. Wow, das sieht wirklich sehr gut aus. Darf ich das wirklich haben? Ja, natürlich. Iss nur so viel, bis du platzt. Danke, das war wirklich sehr lecker. Wie lang das wohl her ist, frage ich mich, dass ich das letzte Mal so gut gegessen habe. Drei Jahre? Nein, das muss noch länger her sein. Dass er sich da überhaupt noch dran erinnern kann dann. Also der muss ja auch ein sehr gutes Gedächtnis haben, der Alt. So lange? Gutes Essen ist bei dir wirklich nicht oberste Priorität, oder? Das ist aber gar nicht gut, Alt. Schließlich kommt doch deine Energie aus dem Essen. Da musst du mehr essen. Als bei uns das Geld so knapp war, mussten wir auch eine gewisse Zeit mal ohne richtiges Essen auskommen. Das war nicht leicht. Ja, ich verstehe. Ich werde nächstes Mal ein bisschen mehr darauf Acht geben. Aber ihr seid wirklich sehr nett. Einfach jemandem zu helfen, den ihr nicht mal kennt, einfach weil er hierher gezogen ist. Na, ich weiß ja nicht, wir können dich doch hier nicht verhungern lassen. Ja, genau. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie du dich um dich selbst sorgen kannst oder um dich selbst kümmern kannst. Wie nah geht's noch ran? Macht mir langsam ein bisschen Angst. Okay. Was, das stimmt doch gar nicht. Nein, wirklich, also zumindest Hausarbeit kann ich machen. Ja, bei ihm sieht's auch immer aufgeräumt aus. Also klar, dass da auf dem Schreibtisch Papier liegt und so, das ist ja ganz normal. Auf dem Boden liegen ein paar Bücher, aber ist jetzt nicht
unordentlich. Du brauchst jetzt gar nicht so abwehrend zu reagieren. Wenn du da mit irgendwas unsere Hilfe brauchst, gib uns Bescheid. Kochen, waschen, aufräumen und so weiter. Lüdi kümmert sich dann darum. Ja, nicht zu, dass du das deiner Schwester überdrückst. Ja, das ist schön zu hören. Vielleicht nehme ich das Angebot mal an. Jetzt muss ich aber weiter forschen. Hier, nehmt das und geht bitte. Ist das eine Zeitschrift? Bist du sicher? Wir haben dir doch nur ein bisschen was zu essen. Entschuldigung, was zu essen gebracht. Ein Katalog. Mhm. Jetzt sag nicht, wir können damit unser Atelier verzieren. Das wäre natürlich nochmal toll. Nein, das ist kein Problem. Ihr habt mich so gut gefüttert oder beziehungsweise ernährt. Da wollte ich euch einfach danken. Ja, dann vielen Dank. Wir sehen uns dann bald wieder, Alt. Diese bedingungslose Bereitschaft, anderen zu helfen, also aus euch beiden, werden noch zwei großartige Alchemistinnen. Da gibt es keinen Zweifel dran. Ja, das haben ja alle so gemein, dass sie halt helfen wollen, die ganzen Alchemisten, die man so spielt in den Spielen. Und ein neuer Skill für Alt. Können wir in den Katalog reinschauen? Oh Gott! Oh Gott! Bin ich dämlich! Meine Fresse! Also, die Kenner der Atelier-Serie wissen jetzt wahrscheinlich schon, welches Wort mir gerade auffällt. Jedenfalls sind es denn keine Verzierungen an unserem Atelier, die wir machen können, sondern Verzierungen am Körper. Wir können nämlich zum Beispiel einen Ring und einen Schutz herstellen. Und diesen Ring, den gibt es schon die ganzen Spiele über. Nämlich war es immer der Gunade-Ring, wie ich ihn ausgesprochen habe. Hätte ich den von Anfang an japanisch ausgesprochen, wo man das U ja gar nicht mitspricht, wäre es halt immer der Gnade-Ring gewesen, so wie er jetzt auch hier steht. Und dann ist es ja auch wieder mal ein deutsches Wort. Mir ist bis heute überhaupt nicht aufgefallen, dass auch der Gunade-Ring immer deutsch war. Und jetzt halt dann endlich mal vernünftig Gnade-Ring heißt. Gut. Knuckle Guard können wir noch herstellen, also Knöchelschutz. Das heißt, wir haben jetzt dann schon drei Accessoires. Bislang hatten wir nur das Angel Ribbon. Achso, genau. Die Aufgaben für Hagel und so weiter. Das sind. Kriege ich ein Problem. Ich möchte einfach nicht die Leute so lange warten lassen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal eben in das Gemälde und schnappen uns da drei Golden Threads. Möglicherweise mehr, wenn wir mehr finden. Ich hoffe, ich gehe jetzt den richtigen Weg. Ich glaube, ich gehe den falschen Weg, ne? Und ich könnte auch mal rennen.
war ja in der zweiten Ebene. Also nicht Ebene, im zweiten Abschnitt. Links hinten in Kisten. Ich nehme trotzdem hier auch noch mal was mit. Oh, noch was Seltenes hergeben. Warte mal, was war das Rote? Ach, Roganat. Okay, das ist auch schön. Ach, Puni, lass mich in Ruhe. Geh weg! Das ist ja lästiges Stalking. Nein, hier war schon mal nichts drin. Ist das jetzt einfach nur Glück oder beziehungsweise Pech gewesen? Es waren definitiv diese Kisten hier. Naja, muss ich noch einmal wieder raus und wieder reingehen. Ich habe jetzt auch keinen Dünger eingesteckt, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob der Dünger denn für Kisten wirkt. Nicht, dass das jetzt wieder so eine Odyssee wird, wie beim ersten Mal, als ich dann nach goldenen Fäden gesucht habe und dann irgendwie über eine halbe Stunde gebraucht habe. Oder war es sogar über eine Dreiviertelstunde, bis ich sie gefunden habe. So, ich hoffe, die Kisten sind jetzt schon wieder da. Ja, siehst du. Sehr schön. Zwei. Und drei. Da wir nur einen Golden Thread noch über hatten und das eine sehr gute Zutat ist, gehe ich noch einmal wieder raus und wieder rein. Und dann reicht's auch. Wenn ich jetzt, sagen wir, nochmal zwei Stück finde, dann haben wir drei, die wir abgeben können. Drei, die ich selbst noch zum Craften verwenden kann. Und alt findet die Dunkelheit sehr beruhigend. Und ich finde alt sehr, sehr beunruhigend. Obwohl er so eine ruhige Stimme hat. Aber gerade das macht ihn irgendwie ein bisschen gruselig. So, ein. Und Wolfvorräte haben wir jetzt auch. Also Pullover können wir uns jetzt denn stricken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Hey, hey, hey. Irgendwas habe ich erledigt. Keine Ahnung was. Na gut. Dann mal zurück zum Atelier. Und dann auch eben zu Hage. Ist auch früh morgens, sehr schön. Oh, noch jede Menge Quests.
Nicht Quests, Neben-Events. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Diese Folge ist jetzt erstmal Schluss. Sortieren kann ich gar nicht. Ah, guck mal, da haben wir schlechte Qualität und keine Trades. Das bietet sich dafür an. Man muss ja auch bedenken, dass was Hagel jetzt vorhat, wird wahrscheinlich wieder irgendein Schrott sein, den kein Mensch gebrauchen kann. Warum braucht er da tolle Fäden? Hagel, wir haben den Faden für dich vorbereitet. Was wert hier eine Glatze? Wie könnt ihr es wagen? Nein, ich habe doch nur deinen Namen gesagt. Oh, tut mir leid, kleine Dame. Ich bin in letzter Zeit ein wenig nervös. Das hat verschiedene Gründe. Ja, wie dem auch sei. Hier ist jedenfalls die Lieferung. Ha, das ist gut. Weich wie Jungfrauenhaar mit großartiger Farbe. Und Laster weiß ich jetzt nicht, was bedeutet. Oh nein! Wenn das funktioniert, dann wird es wieder lang und, ja, und flauschig, sage ich einfach mal, also fließend. Er will sich wieder neue Haare machen. Und dann in blond, oder wie? Uiuiui. Was darfst du? Ah, ja, 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 nande mo nai. Hora, Jo-chan-tachi, Oshu o motte itte kure. Ach, nichts, gar nichts. Hier, bitte, ihr beiden, eure Belohnung. 3000 Kohl. Das hat sich gelohnt. Was, so viel? Wir haben dir doch bloß ein paar Fäden gebracht. Ach, das ist schon gut. Macht euch darüber keine Gedanken. Allerdings... Dürft ihr mit niemandem darüber sprechen, verstanden? Gut, alles verläuft genau nach Plan. Hey Sue, ich glaube, du rätst schon richtig, was Hagel vorhat, oder? Ja, ich habe da so eine Ahnung. Aber warum gerade jetzt? Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn er auf einmal dasteht und, naja, du weißt schon, was trägt. Naja, lassen wir ihn einfach machen. Gab es hier eigentlich noch was Neues zu kaufen, jetzt wo wir wieder ein bisschen Geld haben? Ja, noch eine andere Rüstung. Binary Star, okay. Nee, brauchen wir alles nicht. Gut, dann eben ins Atelier zurück. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Wenn wir erstmal die Nebenevents machen und dann noch ein bisschen craften. Muss leider sein. Ach so, und genau, Odalia Forest müssen wir nachhin auch wieder... Erstmal die Aufgaben hier. Jagen gehen. Das ist ja beides in Spring Green Odalia. Das machen wir dann nächstes Mal zuerst. Nach den beiden Nebenevents. Okay, bis dann, tschüss.